University of Canterbury, Mount John University Observatory. Da sind wir jetzt oben. Eine super Aussicht, sage ich euch. Mount Cook kann ich nicht sehen, aber da drüben sind die Berge, von denen wir kommen. Die sind jetzt schon gute Luftlinie, 70 Kilometer entfernt, wurde uns gesagt. Hier liegt Te Kapo, der See von Te Kapo, auch gespeist von Gletschern, schimmert dieser blau. Wir haben so ein Glück mit dem Wetter, das ist unglaublich. Immer noch auf der Aussichtsplattform hier oben. Und man kann hier sogar Touren machen und abends die Sterne sehen. Würde ich wirklich gerne machen. Wir müssen mal schauen, wie weit unser Hotel weg ist, ob sich das lohnt, hier nochmal herzufahren. Und nach dieser Wahnsinnsaussicht auf den Berg, der übrigens immer noch hier drüben ist, ja, sind wir jetzt in Te Kapo. Hier die bekannte Kirche auf der anderen Seite und wir laufen runter zum Wasser. Und ja, kann man da reinschauen? Das ist die bekannte Kirche mit der Milchstraße im Hintergrund. Können wir gerade nicht sehen. Ist zu sonnig. Wenn im May, wenn die Sonne untergeht, Leute. So, neue Unterkunft heute. Vorletzter Stop, bevor es dann nach Christchurch geht.